Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute zocken wir zusammen Islanders VR und ja, Islanders VR, wie wir hier sehen, ist ein kleines Aufbaugame und hat zwei verschiedene Modis, einmal den Highscore-Modus und dann das freie Bauen. Und wie genau das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich. Das Game erscheint am 28. September, wird 14,99 € kosten. Und ja, ich habe bereits mal reingeschaut, mal so eine halbe Stunde gespielt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Highscore-Modus rein. Ich gehe jetzt hier mal auf Fortsetzen. Ich habe den Highscore-Punkt 569. Jetzt gehen wir mal ins neue Spiel rein. So. Und dann erkläre ich euch auch, wie man an diese Punkte kommt. So, wir starten an einer kleinen Insel. Die kann immer anders aussehen, immer verschieden aussehen. Die ist bestückt mit diversen Sachen. Einmal haben wir hier Bäume. Dann haben wir hier so einen kleinen Turm. Und wenn ich hier die Hand so bewege, bekomme ich ein Baumenü. Und dann muss man im Highscore-Modus immer auswählen, was mache ich jetzt gerade. Möchte ich erstmal Algenfarm machen oder Landwirtschaftspack. Und wir fangen mal an mit Algenfarm. Und man hat hier zwei Sachen zum Bauen oder drei. Zwei Algenplantagen und dann auch nochmal eine Algenfarm. Mit diesen Sachen muss man 20 Punkte erwirtschaften, um ins nächste Menü oder ins nächste Baumodus-Menü zu kommen. Und ja, wir machen das Ganze einmal. Einmal haben wir hier ein Basisscore von 10, wenn wir das alleine bauen. Und es gibt Gebäude, die haben halt Probleme, wenn andere Gebäude in der Nähe sind. Und dann gibt es Minuspunkte. Das ist nicht gut. Und das sollte man vermeiden. Deshalb sollte man jetzt hier schauen, okay, die Algenplantage hat immer einen Basisscore von minus 1. Ne, wenn ich die alleine setze, ist die auf 1 in der Nähe von einer Algenplantage oder Algenfarm. Ist es dann 9 minus 1 sind 8 Punkte, also zack, haben wir schon mal 8 Punkte gesammelt. Jetzt können wir noch eine Algenplantage bauen. Das ergibt nochmal, ja, diese 8 Punkte plus 1, weil es neben dem Feld ist. Und schon haben wir unsere über 20 Punkte. Kommen ins nächste Baumenü. Hätte ich die jetzt nicht erreicht, wäre das Spiel vorbei und ich muss halt neu starten. Und ja, so geht es halt immer so weiter. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt einmal Landwirtschaftspaket starten. Und hier kann man sich mal anschauen, was machen die Sachen alle. Hier haben wir wieder die eigene Plantage. Hier haben wir ein normales Feld. Das Feld hat einen Basisscore von 3. Und wenn es in der Nähe von einer Mühle, Statur, Plateau, Resort und so weiter steht, kriegt es nochmal Pluspunkte. Also, das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine Mühle auf. Die kann nicht am Strand stehen, sondern nehmen wir es wirklich auf einer festen Stelle stehen. Das machen wir mal hier. In der Nähe bauen wir jetzt, wie ihr seht, Basisscore 3. Wenn ich in die Nähe von der Mühle komme, habe ich plus 5 Punkte, also 5 plus 3 sind 8. Und so geht eigentlich das ganze Spiel. Ich muss halt diese Sachen immer so platzieren, dass ich die meisten Punkte raushole aus dem Ganzen. So, jetzt kann ich drei Plantagen bauen. Mit diesen drei Plantagen muss ich auf 70 kommen. Sollte kein Problem sein. Wir haben hier, wenn wir nah rangehen, haben wir plus 10 Punkte nochmal. Und hier haben wir auch nochmal plus 10. Zack, und schon sind wir auf unsere 70. Jetzt haben wir sogar noch einmal, dass wir so eine Plantage bauen können. Und die setzen wir hier hin. Dann haben wir jetzt nochmal ein komplettes Baumenü. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal auf das Stadtpack ein. Und die Stadt könnten wir eigentlich hier aufbauen. Wenn wir nachher nochmal dazu kommen, würden wir hier Holzfäller-Camps bauen. Also, wir bauen jetzt erstmal ein Stadtzentrum. Stadtzentrum bekommt Pluspunkte von Fischer, Statue, Steinmetz, Mühle, Algenfarm. Es bekommt aber Minuspunkte, wenn noch ein Stadtzentrum in der Nähe ist. Minus 40. Ein Resort darf nicht da stehen und ein Schamane darf auch nicht da sein. Also bauen wir hier jetzt einfach mal hier in der Nähe, wo dieser Turm ist. Dann haben wir nochmal plus 25. Kommen wir auf 105. Und dann haben wir hier ein Haus. Kommen wir hier nochmal, wenn wir hier nah rankommen,
Guck mal, hier können wir sogar auch ein Haus hinbauen. Das machen wir dann auch. Haben wir so ein bisschen mehr Platz, als nur hier zu bauen. So, und dann halt immer so platzieren, dass man am meisten abschöpfen kann. Und hier können wir dann auch noch mal 13 sogar gewinnen. Dann haben wir noch mal ein Feld. Das Feld können wir oben setzen. Oder müssen wir sogar oben setzen. So, ich setze mal so nah dran, dass wir auch noch das linke Feld da mitnehmen. Wie ihr seht, wenn ich ein bisschen weit rausgehe, ist das weg. Die zwei Punkte nehmen wir uns noch mit. Das ist eigentlich ein richtig cooles Game, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir schauen. Okay, wir haben jetzt noch was zum Bauen, das ist gut. Hier kommen wir jetzt nicht so weit, also nehmen wir hier uns auf jeden Fall die 9 Punkte mit. Dann können wir nochmal neu bauen. Wir nehmen jetzt das Holzfäller-Paket. Und das ist dieses Plateau hier super für. Das heißt, wir müssen erstmal Holzfäller Camps bauen. Dann ein Sägewerk. Und ja, Holzfäller-Camps freuen sich immer, wenn ein Sägewerk in der Nähe ist. Das gibt dann auch nochmal 7 Punkte. Und dann können wir immer noch unsere Häuser bauen. Punkte. Wir können sogar jetzt noch mal einmal neu bauen. Wir können sogar ein neues Stadtzentrum noch eröffnen. Ich würde fast versuchen, wenn wir hier noch irgendwas Sinnvolles hinsetzen können. Plus 10 ist gar nicht so schlecht. So, das ist jetzt neu. Wir haben jetzt so viele Punkte gesammelt, dass wir mit diesen Punkten auf eine neue Insel gehen können. Und das mache ich jetzt gerne mit euch auch. Expedition starten. Los geht's. Das heißt, wir starten auf einer komplett neuen Insel, nehmen aber die ganzen Punkte mit. Aber wir haben viel mehr Platz und ja, auch eine neue Map. Ja, und wir können uns das hier alles klein ziehen, groß ziehen, so wie wir es haben wollen. Die Musik ist richtig, ja, schön zum Träumen gedacht. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt hier mit Holzfällern nochmal anfangen. Wir könnten, wenn wir hier einen hinsetzen, haben wir 12, 14. Ah, jetzt habe ich den nicht mehr mitnehmen können, aber egal. Hier haben wir alles ganz, ganz knapp. So, und wenn wir da jetzt ein Sägewerk noch da in die Mitte stellen von den beiden, nehmen wir uns nochmal 14 Punkte mit. Steinmetz. Brauerei, wir wollen jetzt mal Bier brauen, oder? Okay, jetzt schauen wir mal, wo wir das hinbauen können. Hopfenfelder. Ich hätte es gerne so gesetzt. Okay, dann geht das nicht. Einen können wir noch bauen. Das ist gut, also wir nehmen jetzt die 15 Punkte mit und dann haben wir ja noch immer diesen Basisscore von 3, also 18 Punkte. Die nehmen wir uns auch mit. Neues Baumenü und wir können noch Holzfäller einstellen. Und wenn wir jetzt hier sehen, also Holzfäller mögen nicht ganz in der Nähe zusammen zu sein, minus 6 Punkte wären das jetzt. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwo eine Stelle suchen, wo wir die nicht mehr drin haben, aber trotzdem noch Punkte mitnehmen.
8 Punkte ist ja gar nicht so verkehrt. Könnten wir noch hier irgendwas machen? Plus 10. Auch wenn ich hier die... Das ist natürlich plus 11. Obwohl ich hier den rausrechnen muss. Nehmen wir mit. Nehmen wir einfach mit. Die Frage ist, wo können wir jetzt hier noch eine Stadt eröffnen? Viel Platz haben wir hier nicht mehr. Ich weiß nicht, hier drauf wird man wahrscheinlich gar nicht bauen können. Und Steinmetz wird man wahrscheinlich auch nur an so Stellen setzen können. Wir probieren mal die Stadt. Ach, guck mal, hier kann man doch bauen. Ist doch herrlich. Kriegen wir hier irgendwo mehr Punkte, wenn wir das hier setzen? Nö, da haben wir nichts von. Okay, dann würde ich sagen, hier ist sehr viel Platz. So, das ist das Stadtzentrum. Wir bauen alles mal zu hier. So, zum Glück können wir noch neu bauen, weil sonst wäre es jetzt vorbei. Komm, wir probieren mal, was wir mit dem Steinmetz denn machen können. Wo können wir den Steinmetz hinsetzen? Guck mal, der kann eigentlich... Ach, kann der auf jeden... Das ist ja cool, oder? So, hier oben, guck mal. Ein Hopfenfeld. Hopfenfeld wäre jetzt was für die Brauerei, ne? Ach, ich bin ja auch blöd. Wenn man Fehler gemacht hat, kann man da wieder zurück den letzten Schritt rückgängig machen. So, 15 Punkte. So, da setzen wir noch ein Haus hin. Und wir können nochmal neu bauen. So, Villen wollen immer in der Nähe vom Stadtzentrum sein. Wird immer schwieriger. Aber auch hier geht's noch. Landwirtschaft, ja, Landwirtschaft, da können wir auch noch gut pumpen mit. Hier einfach nochmal ein Haus hingesetzt. Hier auch. Ja, die Stadtzentrum gibt am meisten Punkte, dann Plateau, Schamane. Aber das kriegen wir jetzt schon nicht mehr hin. Also hier Tag- und Nachtwechsel ist auch ganz cool gemacht, finde ich. Okay, da müssen wir den so hier reinbauen. Geht nicht anders. Dann haben wir hier noch Felder. Könnten wir eigentlich hier hin pflanzen. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Windmühle hin. Und bauen hier Felder dran. Gucken, ob ich meinen Rekord hier schlagen kann. So, die Schamane.
Der Schamane darf aber nie in der Nähe von der, vom Stadtzentrum sein. Und der Schamane mag am liebsten in der Nähe von so Blumen sein. Hier, wenn ihr das hier seht, ne, diese. Und da würde ich fast sagen, ist hier die beste Stelle für. Plus 18. Schau an, schau an. Plus 24. Oh, yes. Da haben wir einiges mit rausgeholt. Dann haben wir hier wieder Felder. Jetzt können wir noch Villen bauen. So, die Villa ist auch gerne, wie eben schon gesagt, in der Nähe vom Schamanen. Also können wir die hier hinsetzen. Weil da kriegen wir jetzt nicht mehr so viel. Wenn wir hier jetzt noch einen Platz hinfinden für die Villa, dass der nochmal. Das wäre ein plus 2. Ah, der Schamane hat nicht so viel. Schade ist, dass wir hier solche Felsen oder so nicht wegmachen können. Das ist schade. Ah, viel fehlt uns nicht mehr. Ich hoffe, dass wir das mit dem Haus jetzt noch hinkriegen. 3 Punkte. Ach, guck mal hier. Twelve Points to Sebastian. Okay, mit dem Willen hätte ich ein bisschen anders machen müssen, dass ich die näher an dich ans Stadtzentrum bauen kann. Aber gut. Plus 2, plus 3. Okay, dann nehmen wir hier die plus 3 mit. Brunnen. Stadtzentrum, Statue, Park, Villa. Oh, das ist doch nice. Guckt euch das mal an. Wie die sich alle freuen. Also mehr Punkte kann ich gar nicht mehr mitnehmen dafür. Ein Schamane. Schamane können wir auch noch mitnehmen. Da haben wir hier die 15 Punkte, die wir eben schon hatten. Viele Punkte brauchen wir nicht mehr. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Also wenn ich so eine Villa baue, da hätte ich aber auch keine Lust zu wohnen. Ne? Aber gut, dass es hier nur um die Punkte geht. Alleine mit dem Boden kann man so viele Punkte machen. Wahnsinn. Hier haben wir noch ein Haus. Eine Hütte. Und wir haben wieder eine Expedition, die wir starten könnten. Ne, machen wir jetzt nicht. Ich will euch eigentlich auch nicht zu viel von dem Spiel hier zeigen. Also die Hütten sind auch schon ein bisschen, eingebildeter, weil die wollen fast gar nichts in der Nähe haben, wie man hier sieht, ne? Sägewerk, Holzfäller, Lager, wollen sie alle nicht haben. Da haben wir wieder einen Schamanen. Aber Schamane, das ist nicht gut. 9 Punkte. Und hier hätten wir auch 9, ne? 12. Na komm, nehmen wir die 12.
Und dann kommen immer neue Bauoptionen dazu, bis man es halt dann auch nicht mehr schafft. Und ist eigentlich perfekt, Steinmetz. Das was irgendwo hier alleine setzen. Holzfäller wird immer schwieriger, ne? Okay, 11 Punkte für den Holzfäller. Auch nicht schlecht. Nicht viel. Park wäre natürlich echt cool. Das ist doch... Hier war doch ganz gut. Mit 17 Punkten. So, entweder wir schaffen das jetzt oder nicht, weil dann würde ich auch aufhören, euch mal ganz kurz den freien Modus zeigen. Aber ich finde diesen Highscore-Modus echt cool gemacht, weil so ist man echt gezwungen, immer zu schauen, wie kriege ich die meisten Punkte. Und beim freien Bauen ist es halt komplett egal. Und wie es aussieht, schaffe ich das jetzt auch hier gar nicht mehr. Ne, uns fehlen viel zu viele Punkte, sind 16 Punkte jetzt. Die wir hier machen müssten. So, nicht geschafft. Bauoptionen sind zu Ende. Und weil ich das geschafft habe, die Map hier freizuschalten, geht es dann doch weiter. Also ist natürlich auch nochmal dann cool, dass es dann auf einer anderen Insel weitergeht. Hätte ich es nicht freigeschaltet, wäre jetzt vorbei. Also hier ist natürlich auch Wandplateau. Ja, auch gut, dass es jetzt hier wieder neue Bauoptionen gibt. Guck mal, hier kann man die so richtig hoch anbauen. Das ist doch nice. Jetzt ja hier auch anreihen direkt. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, dann können wir auf jeder kleinen Insel auf jeden Fall schon mal so ein Steinmetz bauen, ne? Die stören uns dann auch nicht. Und sogar hier gibt das Punkte. Ja, mit Holzfäller ist ja. Muss mal gucken, wir könnten hier. So, hätten wir die mit. Hätten wir die mit. Zehn. Lohnt sich da nicht mehr eigentlich. Hier wird es sich aber lohnen mit 7. Und wenn wir jetzt hier genug reinkriegen, jetzt habe ich die natürlich, guck mal, einen ganz kleinen Tick nur zu weit auseinander, sonst hätte ich den auch noch mit rein drin gehabt hier. Aber 18 ist nicht verkehrt. Thank you.
Okay, viel Platz haben wir natürlich nicht. Bauen wir den mal dahin. Und die Villen. Die Villen so nah wie möglich hier rangesetzt. Und Häuser dann ein bisschen weiter weg, weil es ist nicht schlimm. Aber dann haben wir immer noch die Möglichkeit, die Villen da ganz nah ranzusetzen. Und die Punkte vom Stadtzentrum können wir uns selber trotzdem noch mitnehmen hier. Das ist lukrativ. So, 27 Punkte. So nah wie möglich hier ranquetschen. Echt weit, muss ich sagen. Sollte hier nur so eine normale Haussiedlung. Und hier packen wir die Villen hin. Jetzt wird wieder Bonuspunkt hier gesammelt. 39. Bam. Ja, als Holzfäller ist das Leben nicht so leicht. Ich wollte eigentlich die 10 mitnehmen, aber der hat sich gerade so blöd gedreht. So, jetzt ist der Radius auch weg von der... vom Stadtzentrum. Jetzt kommen wir wieder an den Hütten. Und die Hütten waren ja sehr anspruchsvoll, haben wir eben festgestellt. Die wollen am liebsten, wollen die hier. Komplett autark für sich sein, ne? So, hier so. Und immer weiter, immer weiter.
Wahnsinn. Aber hier kann man keine Parks bauen. Das ist das Blöde. Tja, man muss wirklich versuchen, ihn hier zu setzen, aber es gibt nicht viele Punkte. 7 Punkte. Die nehmen wir mit. Also die Villenbesitzer haben es nicht einfach in meiner Welt. Es wird immer enger und enger und enger. Und da war ich vorbei oder bin gestorben mit 1596 Punkten. Irgendwann ist jeder Herrscher mal am Ende. Auch ich habe jetzt das Zeitliche gesegnet, aber 1596 Punkte kann sich sehen lassen. Und jetzt würde ich euch einmal den freien Bauen-Modus zeigen und da könnt ihr euch aussuchen, was wollt ihr überhaupt auf der Insel haben, was soll das sein alles und sollen Klippen bei sein, sollen Seen bei sein und ich hake einfach mal alles an, aber das könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr wollt. Ne, da könnt ihr euch ein Biom aussuchen, was es ist, ob es heiß oder wir machen einfach mal Fantasie. Inselgröße, Mitte oder groß. Wir machen einfach mal groß, dass wir mal sehen, was ist denn das Größte, so was wir haben. Blumen, Bäume ohne Ende und wir wollen Schnee haben. Schnee haben wir noch gar nicht gesehen. Und dann erstellen wir das Ganze mal. Alles wirklich ein Game für die ganz, ganz ruhigen Stunden oder Minuten. Wow, guckt euch das mal an, wie nice das ist. Also, jetzt sind euch echt keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt alles bauen, was ihr wollt. Und ja, wie ihr seht, ist das eine ganze Menge. Ich weiß jetzt nur nicht, was es jetzt noch hier für einen Sinn hat, weil man hat halt keine Punkte, nichts. Man kann halt Sachen bauen. Man kann sie überall hinsetzen, wo man gerade möchte. Hier so eine Stadtmauer. Kann man hier halt seine Stadt komplett einkreisen. Ich mach's jetzt mal nicht in schön. So, und hier haben die ein paar Badeparadies, da können die dann noch planschen. Das ist auch cool hier, wenn ich mit meiner Hand ins Wasser schlage. Also ihr könnt hier eine schöne Fantasiestadt bauen. Das ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen. Hier ist Heißluftballon, Safari, hier auch. Ja, ist wirklich für die Leute, die einfach Spaß dran haben, so eine kleine Miniaturstadt aufzubauen, sich das anzuschauen. Ich fände es cool, wenn hier wirklich, ja, man baut ein paar Häuser und dann bilden sich Straßen. Leute laufen auf den Straßen umher, laufen mal zur Taverne, laufen mal dahin. Und man kann die so ein bisschen beobachten. Das wäre eigentlich relativ cool. Ist jetzt hier nicht gegeben. Wir haben ja eine schöne, ruhige Musik, die einen wirklich dazu bewegt, runterzukommen. Kann mit der Zeit aber auch ein bisschen nerven. Das kann ich mir schon vorstellen. Da wäre ein bisschen Abwechslung auch nicht schlecht. Ansonsten cooles Game. Mir hat der Highscore-Modus jetzt viel Spaß gemacht. Das ist jetzt hier nicht so wirklich mein Fall, dass ich mir einfach so eine Stadt baue und ja, ich habe kein Ziel. Ich möchte in irgendeinem Spiel immer ein Ziel haben, aber gut, gibt Leute, die sagen, nee, ich möchte kein Ziel, ich möchte einfach eine schöne Stadt bauen. Ja, Leute, das war's eigentlich mit Islander VR oder Islanders VR und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich freuen auf ein Abo, also jetzt auf Abo-Button drücken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich auch ein Like raus.
Was ich in der letzten Zeit vermisse, sind Kommentare. Also, wenn ihr was zu sagen habt oder zu schreiben habt, gerne unter die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ja, Anregungen habt oder möchtet einfach eure Meinung zum Spiel äußern, dann gerne damit in die Kommentare rein. Kommentare sind auch wichtig für den Kanal, um den weitesten nach oben zu pushen. Und ja, da freue ich mich immer drauf und bin auch immer relativ schnell beim Antworten. Also haut in die Tasten oder ins Handy, um Kommentare zu schreiben. Dankeschön fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit und bis demnächst. Tschüss!